Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein, ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden. Ich danke dir, dass du jedes Herz kennst. Ich danke dir, dass du uns kennst mit den Lasten und mit den Problemen und mit den Schwierigkeiten, mit den Vorurteilen und Belastungen, wie wir hier reingekommen sind. Aber Herr, ich danke dir auch, dass du der Gott über allem bist und dass du der Gott bist, der die Situation sieht. Und ich bete einfach auch, dass der Glaube in unseren Herzen größer wird, dass wir lernen, dir mehr zu vertrauen, dass wir wirklich in dem Vertrauen wachsen, Herr. Und dass wir wissen, wenn wir dir unser Leben anvertrauen, dass wir dir wirklich dann auch vertrauen können. Danke, Herr. Amen. Amen. Ey, so schön. Wir sind jetzt in dieser Serie Hashtag Jesus. Weiß jemand, was Hashtag nicht bedeutet? Sorry. Weiß jemand nicht, was Hashtag bedeutet? Also Hashtag sieht man ja immer wieder so in diesen sozialen Medien, in diesem Social Media, sieht man immer wieder diese Rautezeichen und das ist ein Hashtag. Das kommt im Endeffekt aus dem Englischen, ja aus der Twitter-Sprache. Und zwar wurde dort ein, also Hashtag besteht aus Hash und Tag. Hash bedeutet Raute sozusagen und Tag Markierung. Ja, sozusagen. Und da, wenn man dieses Hashtag macht, wird man in den sozialen Medien mit diesem Wort, wenn wir jetzt Jesus hinten dran schreiben, mit allen, die auch Hashtag Jesus machen, verlinkt. Ja, sozusagen können wir jetzt heute einen Post machen, oder wir haben gestern einen Post gemacht zum Beispiel, Hashtag Jesus 2017, weil das ist unser Hashtag für diese Serie. Und wenn man dann in Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer auf Hashtag Jesus 2017 klickt, dann sieht man alle Beiträge, die zudem um die Welt gepostet wurden. Wunderschön, wundertoll und Hashtag ist einfach ein bisschen hipster, deshalb ist cool. Das ist eine movementweite Kampagne, das ist nicht nur eine Serie, sondern das ist wirklich eine Kampagne, die wir machen. In allen ICF-Kirchen haben wir gesagt, hey, wir fänden es mal so cool, wenn wir um die ganze Welt eine Serie machen, zusammen, ja, zusammen Ressourcen zur Verfügung stellen, zusammen für ein Ding gehen und haben gesagt, hey, das Beste, was wir da promoten wollen, ist Jesus, ja. Und darum sind wir in dieser Kampagne, sind verschiedene Tools, zum einen 6 Predigten, in den nächsten Wochen werden wir verschiedene Predigten hören, und genau, also bis Ostern sozusagen, 40 Tage bis Ostern. Und dann gibt es noch, hat jemand ein Smartphone? Wer hat hier ein Smartphone? Wer hat hier kein Smartphone? Weil da probieren wir nochmal kurz. Wer hat ein Smartphone? Ah, plötzlich so viele. So schön, ey, Hammer. Noch kurz beim Nachbar schnüffeln. Hammer. Ein Smartphone, da gibt es eine Bibel-App drauf. Weißt du, was eine Bibel-App ist? Da gibt es diese U-Version, diese braune App. Haben wir hier ein Bild, guck mal da unten, das findet man, wenn man im App Store Bibel eingibt. Und dort haben wir sogar einen Bibelleseplan für jeden Tag. Da kannst du Hashtag Jesus eingeben und dann irgendwie das 5. von oben ist dann dieses Bild sozusagen, erkennt man dann. Und dann ist für jeden Tag dir ein Bibeltext drin und einen kleinen Input zu einem Thema, das sozusagen sich durch die ganze Serie durchzieht. Somit bist du auch unter der Woche mit dabei. Ist es nicht cool? Ich finde es Hammer. Ja, ich habe jetzt schon die Bibellesepläne gelesen. Das kann man so knackig zum Frühstück kurz durchlesen. Ja, und dann ist das der Hammer. Da hat man gleich schon einen kleinen Energieschub für den Morgen bekommen. Es fragen sich wahrscheinlich auch viele, warum ist da Jesus durchgestrichen bei unserem Serienlogo? Dem zweiten, ja, warum durchgestrichen? Und zwar ist es die Bedeutung, Jesus ist geboren, das erste, Jesus ist gestorben, durchgestrichen, er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Ja, deshalb bedeutet das, dieser zweite Jesus durchgestrichen, das ist sozusagen die tiefe Bedeutung und einfach, dass ihr da auch Bescheid wisst. Hey, und uns geht es darum in dieser Serie, dass wir Jesus groß machen.
dass wir wirklich Jesus groß machen. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, Gott als Mensch, unglaublich Hammer, ja. Und dieser unglaublich große Gott kommt zu uns kleinen Menschen, um mit uns eine Beziehung zu führen, um mit uns in Kontakt zu treten, um mit dir in Kontakt zu treten. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen, um mit dir in Kontakt zu treten. Dass Gott nicht mehr so fern ist für dich vielleicht, weil er unsichtbar war, sondern dass er jetzt wirklich zeigt, hey, und ich habe so ein Anliegen an euch Menschen. Und er ist dafür dann in den Tod gegangen und ist auferstanden, dass wir sozusagen unsere Fehler, unsere Sünden auch mit in den Tod nehmen können, aber auferstehen sozusagen mit Jesus. Und das zeigt die Taufe, dass ich dort in dieses Wasser gehe als alter Mensch mit meinen Sünden, mit meinen Fehlern gehe ich rein als alter Mensch. Ich werde begraben sozusagen, ja, ich sterbe, ich tauche unter das Wasser und ich komme wieder hoch als neuer Mensch. Und das ist die Zusage, die Jesus uns gemacht hat, dass er uns zu neuen Menschen macht, ja. Hey, und das ist so eine gute Botschaft. Und dadurch, dass wir dann neue Menschen sind, dadurch, dass wir frei sind, können wir jetzt hier in Kontakt mit Gott treten. So können wir hier in Gemeinschaft mit Gott laufen. Ja, ich habe vorhin mit Gott geredet. Ich habe heute Morgen, heute Mittag, ich lebe eine Beziehung mit Gott. Und so viele andere hier auch. Weil das ist jetzt plötzlich möglich, weil wir jetzt durch Jesus diesen Kontakt zu Gott wiederhergestellt haben. Und darum geht es um Jesus, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er selbst gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Hey, um Jesus geht's. Genau, Jesus ist der Daddy. Genau. Hey, und ich möchte dich einfach ermutigen, mit auf den Weg zu nehmen. Und in der Kirchengeschichte, in den letzten eigentlich 2000 Jahren, waren die 40 Tage vor Ostern, war immer eine Zeit, wo man sich ganz bewusst, nämlich auch die Fastenzeit, wo man sich bewusst darauf besonnen hat, sozusagen Gott nochmal ganz bewusst und neu zu suchen. Und wir möchten euch eben jetzt in den nächsten 40 Tagen mit auf eine Reise nehmen, Gott auf eine neue Art und Weise zu begegnen, wirklich Gott frisch in deinem Leben zu spüren und zu erleben. Und möchte ich dich einfach einladen, dabei zu sein. Come on, sind wir dabei? So gut, ey. Also, heute ist der Titel, glaub mal größer. Glaub mal größer, Brudi. Glaub mal größer. Hatte jemand von euch schon mal Durst im Leben? Ja? Krass, ey. Hey, heute, Leute, ist es Hammer. Ein paar Leute hatten noch keinen Durst, das ist auch krass. Bei uns war es mal so, wir waren mal, Sarah und ich, mit meinen Eltern zusammen im Brandner Tal wandern. Und da haben wir geplant, wandern zu gehen. Und mein Vater, der ist einfach ein bisschen so, wenn er halt denkt, es ist jetzt richtig und gut, dann ist es richtig und gut. Ja? Und dann kann man sagen, was man will. Und er hört es dann einfach nicht mehr so. Ja? Ist auch eine Stärke. Aber in diesem Fall war es einfach auch ein bisschen schwierig. Wir sind losgezogen, haben uns dann auch ein bisschen drauf verlassen, dass doch Vater weiß, wie viel Wasser in diese Rucksäcke gehört. Und er hat gesagt, ja, er hat schon im Griff. Ja, und wir laufen los. Wir waren an den Berg hoch, haben hier gerade mein Bild. Das war dann ein Jahr später, wo wir dann ein bisschen mehr gelernt haben davon, sozusagen. Deshalb hatten wir einen Rucksack mehr dabei. Können wir wieder ausblenden. Ja, also sind wir wandern gegangen. Ey, und dann so auf halbem Weg merken wir, boah, jetzt müssen wir mal eine Pause machen. Ja, jetzt müssen wir mal was trinken. Und dann gucken wir in den Rucksack rein und ist da 1,5 Liter Sprudel. Ach ja, ich meine, zu viert zu wandern zu gehen und so eine Flasche Sprudel zu haben, das ist ja schön, so für einen Anfang. Aber dann, wenn man da umgedreht, dann wäre das okay gewesen, aber dann ging es erst richtig los. Ja, und an dem Moment, da waren wir einfach, es war so durstig und wir sind weitergewandert, haben uns echt hochgekämpft und meine Mutter hat dann irgendwann auch das Gipfelkreuz nie gesehen, weil es dann noch einmal ein bisschen anstrengend war. Wir haben uns dann weitergekämpft, aber ey, kennt ihr das, wenn du so Durst hast, wenn du denkst, ich sterbe gleich, wenn du denkst, ey, wenn ich jetzt nicht was krieg, ich kipp um, es geht nicht mehr. Hey, diesen Durst, diesen körperlichen Durst, den kennt wahrscheinlich jeder. Aber es gibt auch in unserem Leben einen seelischen Durst. Es gibt auch in unserem Leben, das kennt wahrscheinlich auch jeder, so einen Durst in unserem Inneren. Ja. Und da rein geht heute die Bibelstelle, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar war das, Jesus war unterwegs und er war gerade Laubhüttenfest. Laubhüttenfest ist ein,
ja, das Fest wurde es auch genannt, weil es einfach das größte Fest war. Und da war so ein Brauch, dass der Priester dann einen Krug Wasser genommen hat. Also man muss sich vorstellen, das Volk Israel, das war ein bisschen so sozusagen Wüstenstaat. Ein bisschen. Das war nicht so wie bei uns, dass man Wasserhahn aufmachen kann und ist gut. Ja? Und da war der Priester und er hat dann einen Krug Wasser genommen, richtig viel, und hat den mit Wasser gefüllt und hat das Wasser dann einfach sozusagen auf die trockene Erde ausgekippt. Und es ist ein Zeichen gewesen davon, dass Gott uns im Überfluss versorgt. Ja? Das war da so ein Bild. Und dann in diese Situation herein hat Jesus was gesagt. Johannes 7, Vers 37 bis 39, schauen wir es zusammen an. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Also, ich lese noch mal kurz den Vers vor. Am letzten Tag des Höhepunkt des Festes stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Okay. Sind wir noch dabei? Okay. Ah, ich bin so ein bisschen ADHS-mäßig, gell? Und dann sowas, das lenkt einfach brutal ab für mich, gell? Dann irgendwie lese ich den Vers und lese ihn und dann denke ich so, was habe ich gerade gelesen? Okay, also. Jesus sagt dort, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Hey, und dort spricht er genau in diesen seelischen Durst hinein. Genau dort rein, was wir Menschen heute so häufig erleben und sehen. Vielleicht kennst du das auch, diesen Durst nach Erfüllung, diesen Durst nach Frieden, diese Sehnsucht nach dieser Hoffnung. Kennst du das? Dass du manchmal so vielleicht auch abends im Bett liegst und so denkst, hey, irgendwie, ja, ich habe heute zwar 1000 Sachen gemacht, mein Terminkalender war voll, aber ich bin nicht erfüllt. Diese Situationen, dass vielleicht das Herz unruhig ist, dass dir vielleicht körperlich vielleicht auch in Ordnung ist, aber so in deinem Inneren merkst du, hey, irgendwas ist da nicht ganz da, irgendwas fehlt mir, irgendwas fehlt in meinem Herzen, irgendwie da ist so ein Durst in meiner Seele. Hey, ich glaube, das ist was, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen drin sind. Wo sehr viele Menschen drin sind, wirklich in diesem Durst. Dass viele Menschen, vielleicht bist du heute da und hast wirklich so einen Durst in deiner Seele. Und ich möchte dir da diesen Vers von Jesus zusprechen. Er hat gesagt, hey, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hey, und wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Hey, Jesus sagt dort, wenn du diesen Seelendurst hast, wenn du diesen Durst hast, komm zu mir. Komm zu mir, weil bei mir findest du das, was du brauchst. Bei mir wird dieser Durst gestillt. Hey, und das ist eine Aussage, das finde ich so ermutigend und das finde ich so kraftvoll. Und das haben wir vorhin einfach auch hier schon in den Zeugnissen gesehen, was in Celine berichtet hat. Und das werden wir nachher auch noch sehen, dass genau Gott derjenige ist, wo wir diesen Durst gestillt bekommen. Natürlich finden wir das nirgends anders. Natürlich, weil alles andere ist begrenzt. Alles andere ist irgendwann leergesaugt. Aber Gott ist einfach die Quelle. Hey, und diese Aussage, die dort auch steht, ist, dass wir nicht anfangen müssen, Löcher zu bohren, um zu schauen, oh, wo ist da jetzt irgendwie vielleicht was, wo ich ein bisschen Wasser bekomme. Sondern dass wir wissen, hey, und ich kann mich hinstellen in den Strom von Gott, in diesen Fluss von Gottes Leben, Gottes Liebe. Ja, dass ich mich da wie bereitstellen kann. Das ist so wie, hey Gott, hier bin ich, komm du. Ich komme zu dir. Hey, und jetzt lass diesen Fluss fließen. Ja, wir lesen es hier. Wer an mich glaubt, dass jetzt im Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, das ist wirklich, dass wir das erleben können. Hey, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Wir dürfen wirklich auf diese Quelle, in dieser Quelle freie Bahn lassen in unserem Leben.
Und der Titel heute ist Glaub mal größer. Weil eben Jesus dort sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden und so weiter. Hey, wer an mich glaubt, deshalb glaub mal größer. Es braucht in unserem Leben, wenn wir das erleben wollen, dann braucht es, dass unser Glaube größer wird. Dass sie sagen, hey und Gott, hier bin ich. Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Gott, hey, ich möchte mehr. Gott, ich möchte an dich glauben. Ich möchte mich führen lassen. Ich möchte mehr erleben. Ich möchte wirklich sehen, dass du mich erfüllst. Wir dürfen da hinkommen zu Gott mit einem Durst. Das ist okay, wir dürfen mit einem Durst zu Gott kommen. Aber das Wichtige ist, dass wir zu Gott kommen mit diesem Durst. Ich möchte dich echt ermutigen, hey, wenn du diesen Durst in deinem Herzen hast, dann komm zu Gott. Komm zu Gott. Und ich weiß auch, wenn du Gott nicht hast, dann hast du diesen Durst. Komm zu Gott. Dort ein Schlüssel ist auch, dass wir nicht nur ein bisschen so connecten mit Gott. So mal so kurz, hey Gott, hey cool, ich war kurz dran und habe kurz getankt. Aber wenn ich weiterfahre, dann bin ich gleich wieder leer. Sondern es ist wirklich ein Lebensstil ist, darin zu sein. Dass ein Lebensstil ist, da sozusagen mit Gott verbunden zu sein, mit Gott zu leben, Jesus in unser Leben zu lassen. Und was wir dort dann sehen, dieser erste Schritt, der ist schön und gut, der ist cool, dass Gott uns erfüllt. Aber wir sehen noch weiter, dass es weitergeht. Aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es geht aus von dir. Das ist nicht nur, dass du nur gefüllt wirst, sondern du wirst gefüllt und es wird noch weiter fließen. Es wird noch, du hast dann plötzlich dieses Potenzial, dass du dieses Leben sozusagen auch weitergibst. Dass andere Leute, die in deinem Umfeld sind, dass die das auch schmecken und spüren und erleben können. Weil du ein Träger bist von Gottes Gegenwart. Weil du ein Träger bist davon. Hey, und wir lesen auch hier direkt den Vers danach. Mit dem lebendigen Wasser meint Jesus den Geist. Der Heilige Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Der Heilige Geist ist uns zur Verfügung gestellt von Gott. Wow, er ist der sozusagen, der Heilige Geist ist für jeden hier bereit, der uns erfüllt, der uns überfließen lässt. Der uns nicht nur füllen möchte, sondern überfließen lassen möchte. Hey, das ist das, was uns keiner und nichts und niemand geben kann. Aber bei Gott, wow, dort finden wir das. Bei Gott, dort finden wir diese Erfüllung. Durch den Heiligen Geist erleben wir wirklich, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Da erleben wir, dass wir selbst Liebe sein können, wo es vielleicht im ersten Moment unmöglich scheint. Das ist dort der Heilige Geist, ist der uns befähigt dazu, ins Übernatürliche zu wachsen. Dass wir sehen, hey, dass wir auch eine Autorität bekommen haben. Dass was entstehen kann, dass es wachsen kann. Hey, ich möchte dich echt ermutigen. Stell dich diesem Gott bereit. Stell dich diesem Gott zur Verfügung. Und du wirst es erleben, dass er dich erfüllen wird und überfließen lassen wird. Ich möchte jetzt kurz den Alberto nach vorne bitten. Und zwar hat er so eine geniale Geschichte. Alberto, komm mal her, ich muss dich erst mal drücken, hey. Ja, hey. Und Alberto, er kam vor knapp 2 Monaten hier ins ICF, Anfang Januar. Und du kamst direkt dort in der Celebration dann her. Du möchtest gleich das dann noch erzählen. Und ich bin einfach bewegt von deinem Zeugnis, von dem, wie du das erlebt hast, wie du das ganz konkret erlebt hast, dass Gott dich erfüllt hat und dich überfließen lässt, ja. Berichte doch mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass du dich auch heute taufen lassen möchtest, dass du, ja, wie kam das alles? Ja, also erstmal hallo zusammen, Brüder und Schwestern. Danke, dass ihr alle hier seid heute und dass ihr mit uns diese Geburt praktischerweise von mir und von anderen 4 Freunden und Schwestern und Brüdern mitfeiert. Für mich ist das wie eine Geburt. Warum ich hier bin, und warum ich zu ICF gefunden habe, ist ganz klar. Ich habe ein Leben geführt. Ich bin 39 Jahre alt. Alle denken, das sieht doch aus wie 25. Nein, ich bin 39 Jahre alt, ja. Und es liegt vielleicht, weil meine Mutter mich zu früh auf die Welt gebracht hat. Oder ich habe den Kopf irgendwo hingeschlagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass
mein Leben früher komplett auf die falsche Richtung war. Dieser Monsieur da hinten, der Allmächtige, hab dich nicht gekannt. Ich wusste nicht mal, was er mir bringen kann, was er mir geben kann, was wir Menschen überhaupt auf dieser Welt unsere Zwecke befüllen müssen, das weiß nur er. Und bei mir war es so, ich habe gelogen viel, betrogen, ich habe Menschenmanipulationen gemacht, ich habe Drogen genommen, ich habe Alkohol genommen und dazu stehe ich vor euch allen, vor die ganze Welt. Ich schäme mich nicht, weil ich habe mich vor ihm hingekniet, geweint und meine Sünden abgegeben und heute möchte ich als neuer Mensch geboren werden und diese ganzen Geschichte hinter mir lassen. Ich habe eine tolle Frau, eine tolle Familie, ein tolles Kind und das danke ich natürlich ihm. Also ganz klar, wie ich dazu gekommen bin, dass ich mich ergeben habe im Ring, schon bei der ersten Runde gegen Jesus. Jesus ist in mir praktischerweise, als ich herkam mit meiner Freundin Alexandra, war es für mich eigentlich nur ein kurzer Besuch. Aber diesen Abend wurde für mich die Befreiung von mir selbst, von das Böse in mir, der Teufel, der versucht, unsere Seelen aufzuhalten, damit Jesus keinen Zugriff kriegt zu uns. Also, dass er einfach unser Leben nicht zu dieser Person geben möchte, Jesus. Der Teufel ist böse und er greift immer wieder und er versucht es immer wieder. Und an diesem Abend war so mit dieser Predigt, mit dieser Stärke, diese, vor allem David muss ich sagen, du hast mich so dazu motiviert, mich zu öffnen und vor allem durch diese Gebete meine Freundin, die mich dazu geführt haben, dass ich an diesem Abend da gewesen bin und ich mich da geöffnet habe, ehrlich gesagt. Und das, ich habe noch nie mein Leben geweint. Noch nie. Nee, ehrlich. Ich habe in mein ganzes Leben nie geweint. Ich habe einen früher zusammengeschlagen, ist mir scheißegal gewesen. Heute würde ich weinen für den. Ich würde sogar für die Menschen weinen, die mir zuleide getan haben. Weil man soll verzeihen. Man soll verzeihen, weil wir sind, er ist für uns gestorben. Er ist ganz deutlich für uns gestorben. Und wir dürfen leben. Und wir sind verpflichtet, ihm beizustehen, weil das, was er für uns gemacht hat, er hat mein Leben wieder zurückgegeben, Leute. Er hat mein Leben wieder zurückgegeben. Amen. Und an diesem Abend, ich mache es schnell, gell, das ist eine lange Geschichte, ich weiß, es tut mir leid, aber ich finde es toll, dass die Leute das wissen, weil, hey, guck mal, da steht auf der Bühne ein 39-Jähriger mit Tätowierungen und so, auf Protz, ich bin kein Protz, der Protz ist da hinten. Ich bin nur sein Sohn, ich bin sein Kind, wie alle anderen auch. Und wenn ich jetzt jemanden auf die Straße sehe und prallt rum und so sage, hey Kollege, komm mit mir ins ICF, dann änderst du deine Meinung, Kollege, komm mal mit. Ich war früher ein ganz schlimmer, eben, wie gesagt, ich habe alles hier hingelegt, ich bedanke für die Gebete, Alex, ich danke dir, dass Gott dich benutzt hat. Ich danke dir, Sabrina, für deine Gebete, ich hätte dich vor 7 Monaten schon zuhören sollen, dass ich zu ICF kommen sollte, aber der Teufel war stark. Ich habe an diesem Abend mich aufgehen lassen. Ich habe geweint. Ich hatte Gefühle. Diese Gefühle hatte ich noch nie. Als mein Großvater starb, der für mich alles hingegeben hat, der hat sein Leben für mich gegeben, er hat sein Geld für mich gegeben, er hat mich ein super Auto gekauft, wunderschön. Das ist aber irgendwie, diese Liebe kannst du nicht vergleichen. Das ist einzigartig. Fertig. Ich strebe vor Liebe für ihn. Ich weiß nicht, du ja auch, du mehr als ich wahrscheinlich. Ist ganz klar. Sarah, ihr seid dort. Ich habe letztes Mal zu David gesagt, David, du hast einen Platz im Himmel. David lacht. Ich weiß. So süß. Also wie gesagt, ich habe mich dann so richtig geöffnet und da kam Jesus in mir rein. Das war eine Hitzewelle, eine Wärme. Also ich habe nicht mal, wo die Polizei mir hinterhergerannt sind, so Wärme gehabt und so geschwitzt wie an diesem Abend. Also ich muss sagen, Jesus ist für mich da und du bist ein ganz guter. Du.
Und ich danke euch von ICF, die Aufnahme und alles. Eben, wie gesagt, ich komme immer zum Thema ab. Ich bin hier ein bisschen gestört, so, es tut mir leid. Es liegt wahrscheinlich in der Gen. Eben an diesem Abend ist Jesus in mir so reingekommen, ich habe geweint wie ein kleines Baby. Da stand Sarah, da stand meine Freundin, da stand David und ich habe sie umarmt, ich konnte nicht mehr. Ich hatte einen Blackout, total. Er war in mir drin, er ist jetzt noch in mir drin. Und ich darf heute Abend, Leute, ich darf heute Abend in diesem Becken rein, ich darf heute ganz komplett für Jesus sein. Ich schäme mich nicht und wenn ich auf die Straße gehe und sage, hey, ich kenne dich doch von früher. Hey, kommst du noch ein bisschen hoch? Nee, Kollege, ich gehe jetzt zu Hause, ich habe eine Familie, ich habe eine Bibel und ich gehe am Sonntag in die Kirche. Und ich schäme mich nicht, weil wir sollten uns alle nicht schämen, weil Jesus ist für uns gestorben. Er hat mit Gott gesprochen und hat gesagt, hey, die wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, was sie tun. Wir wissen wirklich nicht, was wir tun. Wir werden jeden Tag sünden, jeden Tag. Aber ich denke, durch unsere Sünden, die wir gemacht haben, ist es schwierig, wenn man Jesus liebt, dass man die gleichen Fehler wieder macht. So, und jetzt, wie gesagt, ich habe eigentlich nicht mehr zu sagen. Bleibt anständig, ihr vorne Jungs. Ihr seid alle cool, ihr seht geil aus, aber geht in die Kirche, glaubt an Jesus. Der rockt hier oben, aber deftig. Der kann sich nicht anlegen mit Tyson oder mit was weiß ich wer. Oder das ist, Jesus ist einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also. Hey, vielen Dank dir. Genau, dann freue ich mich, dich nachher ins Becken einzutauchen. Hey, das ist Wahnsinn. Vielleicht noch einen kleinen Zusatz auch noch dazu, ich habe mich dann eben auch in der Woche danach dann mit ihm direkt länger getroffen. Du hast 2 Stunden einfach nur dein Leben erzählt und es war wirklich nur so ein Abriss von dem, wo du durchgegangen bist und dass Jesus dich jetzt einfach in dir ist, ist einfach so ein Wunder. Und was auch krasser, was eben Alberto auch erzählt hatte, er hatte da Schmerzen, verschiedene Sachen, konnte nicht schlafen, alle möglichen Dinge. Und dann nach diesem Gebet und nachdem, wo er Jesus in sein Herz gelassen hat, hat er gesagt, war das alles weg. Ja. Und einfach, was, dass Gott heute Wunder tut und Gott verändert heute. Ja. Und das ist eine Realität und das ist nicht irgendein Geschwafel, das ist nicht irgendein Mythos aus der Kirchengeschichte oder aus irgendwoher, sondern nein, es ist so real, dass Jesus lebt, dass Jesus heute da ist, dass Gott mit dir und mir zu tun haben möchte. Ja. Und deshalb sitzt du heute hier, weil Gott mit dir zu tun haben möchte, weil er auch in dein Leben rein möchte, weil er auch dieses Potenzial für dich hat. Hey. Und Albert ist dann auch direkt zu uns in die Small Group gekommen. Ja. Und manchmal vergessen Leute, die länger Christen sind, was es wirklich bedeutet, von Freude von Gott überzulaufen. Ja. Und als er in der Small Group war, hat man einfach wieder gemerkt, hey, dass, was es bedeutet, von der Freude Gottes erfüllt zu sein und dass man überfließt. Ja, und was ist einfach, hey, und das liegt uns bereit und das motiviert mich nochmal ganz neu, mich dem zur Verfügung zu stellen, zu sagen, hey, und Gott, ich möchte mich in diesen Fluss, in diesen Strom lebendigen Wassers stellen. Ich möchte von diesem lebendigen Wasser trinken. Ich möchte, dass es in mir aufgeht, dass es Teil in mir wird und dass ich das nach außen weiter strahle. Ja, hey, und das ist meine Motivation und darum liebe ich es, diesen Sonntag heute, diese Taufen zu sehen. Ja, weil das jede Geschichte ist, eine Geschichte, wo Menschen gesagt haben, und ich kehre mich um von meinem alten Weg und ich lasse mein altes Leben hinter mir und stelle mich jetzt Gott zur Verfügung. Ja, hey, und diesen Schritt zu tun, zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, mein Leben soll es in deinen Händen liegen. Hey, das ist das Kraftvollste, was wir überhaupt tun können. In Markus 16, Vers 16 steht, da sagt Jesus, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Hey, und jetzt möchte ich da einfach nochmal ermutigen und auch nochmal einfach darauf hinweisen. Die Taufe ist nicht einfach nur irgendein Symbol. Bei der Taufe passiert etwas. Die Taufe ist das äußere, sichtbare Zeichen davon, dass du wirklich Gott gehören möchtest. Ja? Die Entscheidung, das Bekenntnis mit dem Mund ist das eine und es im Herzen zu glauben auch das eine. Aber das mit dem Körper zu zeigen durch die Taufe, das macht das Ganze komplett. Das heißt auch, hey, wir lesen auch in Römer 6, lesen wir das auch noch kurz in den Vers, oder?
Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Hey, und das ist eine Zusage für uns. Wir wollen unser alter Mensch soll sterben. Warum? Weil er voll mit Sünde ist, weil er voll mit Egoismus ist, weil er voll mit Selbstsucht ist, weil er voll ist mit Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen, weil es voll mit Dingen ist, wo wir denken, wir klammern uns daran, dabei macht es uns nur kaputter. Ja, hey, aber dass wir uns Jesus hingeben, bedeutet, ich werde endlich befreit von diesem Ich, wo ich immer denke, das Ich ist mein Gott. Aber dieses Ich, dieser Gott, die Ich, dieses, das macht uns nur kaputt, wenn wir uns selbst zum Gott machen. Ja, hey, und das ist eine Aussage, darum darf unser altes Ich sterben und wir dürfen hochkommen als neue Menschen. Wir werden neue Menschen, das ist eine Realität. Dann wollen wir da eintreten und es sehen, dass wir wirklich neu sind, dass wir verändert sind, dass Gott durch seine herrliche Kraft uns genauso wie er Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, auch auferstehen lässt. Ja, und das möchte ich hier nochmal sagen, wir sind nicht nur Christen, das sage ich jetzt für die Christen, ja, wir sind nicht nur die, die nur vom Kreuz knien und sagen, oh Gott, ich arme Sünder. Jesus ist gestorben, ja, aber er ist auch auferstanden. Ja, und das bedeutet, wir bleiben nicht nur dort als arme Sünder, sondern wir stehen auf als neue Menschen. Das bedeutet die Auferstehung, ja. Und darum feiern wir Ostern, weil Ostern die Auferstehung ist. Weil Ostern die Auferstehung ist, darum machen wir das. Weil die Auferstehung ist die tiefste Bedeutung von ich bin auferstanden, ich bin ein neuer Mensch, ich bin durch die Kraft von Jesus ebenso neu gemacht worden. Yes. Und es steht dir und mir zur Verfügung. Und ich möchte dich jetzt einfach auch hier ermutigen, wenn du dieses Leben möchtest, wenn du dein altes Leben abgeben möchtest und dieses neue Leben annehmen möchtest, dann tu heute auch diesen Schritt. Tu diesen Schritt und sag, und Gott, hier ist mein ganzes altes Leben, hier ist mein altes Ich. Ich werfe es an dein Kreuz und ich möchte als neuer Mensch auferstehen. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns alle die Augen schließen. Wirklich jeder seine Augen schließen. Und es ist heute jemand da, der sagt, hey, ich möchte Jesus mein Leben geben. Und wenn du das heute bist, möchte ich einfach einladen, jetzt mal deine Hand zu heben. Wir haben alle die Augen geschlossen. Möchte ich einladen, jetzt die Hand zu heben, wenn du sagst, heute, Jesus, heute möchte ich dir mein Leben geben. Heute soll mein altes Ich sterben, heute soll ein neues Ich entstehen. Ist heute jemand da? Kannst du jetzt die Hand heben? Yes, wenn du das jetzt bist, dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, ein Gebet mit mir mitzubeten. Und es ist der Startschuss dort rein. Das ist ein Startschuss dort rein in dieses neue Leben, das für dich bereitsteht. Und lass uns alle, die schon mit Jesus da unterwegs sind, einfach auch mitbeten. Ich bete mal einen Satz vorne, kannst du einfach direkt nachbeten. Lass uns das laut beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich gebe dir meine Sünden. Ich gebe dir meinen alten Mensch. Danke, dass du dafür gestorben bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Mach mich neu. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und zeig mir den Weg, den du jetzt für mich hast. Danke, dass ich ein neuer Mensch sein darf. Amen. Amen. Hey, so gut.